Deshalb freue ich mich jetzt, mit Professor Uwe Jun von der Universität in Trier sprechen zu können. Guten Tag erst einmal. Tag, Herr Kulle. Also das Ergebnis haben Sie so erwartet, wenn Sie vor allem die Presse gelesen haben in den letzten Tagen, da war ja nicht deutlich zu spüren, dass es auf Armin Laschet hinausläuft als stärkste Kraft, oder? Es deutete sich aber, wenn man die Zahlen der Meinungsforscher sich angeschaut hat, genauso an. Die SPD verlor in den letzten Wochen, und zwar kontinuierlich. Und die Union ging in den letzten Wochen hoch. Und dann gab es noch mal den Schub durch Schleswig-Holstein. Wahlsieg der Union, Wahlniederlage der SPD. Und insofern kam das gestern Abend dann nicht völlig unerwartet. Das heißt, Sie haben damit gerechnet, dass der Amtsbonus nicht reicht für die amtierende Ministerpräsidentin? Exakt, damit hatte ich gerechnet. Die Popularitätswerte von Hannelore Kraft waren zuletzt doch deutlich nach unten gegangen. Und von einem Amtsbonus in der Form, wie wir es in anderen Bundesländern, etwa bei Frau Kramp-Karrenbauer im Saarland gesehen haben, war hier nicht die Rede, kann hier nicht die Rede sein. Die Popularität von Frau Kraft war in letzter Zeit doch deutlich gesunken. Aber sie war Landesmutter. Als die wurde sie dargestellt, hat sie sich selber dargestellt. So wurde sie auch gefeiert. Sie war die Kümmerin, sie hat sich eingesetzt, sie hat eine Politik gefahren, die manchmal vielleicht nicht ganz verständlich war, aber dann im Endeffekt auf das Ziel, auf das es hinauslaufen soll, doch ausgerichtet war. Warum haben die Menschen das nicht verstanden? Nun, das lag einfach daran, dass Nordrhein-Westfalen nach Ansicht vieler Wähler nicht so gut regiert wurde, wie es Frau Kraft nach außen verkauft hatte. Es gab viele Problembereiche, nicht nur im Bereich der inneren Sicherheit. Der Innenminister war nicht sehr populär, die Bildungsministerin war nicht sehr populär. Und nur ein kleines Beispiel, auch die Wissenschaftsministerin ist im DHV-Ranking, also des Deutschen Hochschulverbandes, permanent auf dem letzten Platz in den letzten Jahren gelandet. Und über all diese Schwächen der Landesregierung konnte eben Frau Kraft nicht hinwegtäuschen, sondern sie musste am Ende dann auch dafür einstehen. Ja, aber Frau Kraft ist ja auch nicht ins Paradies eingetaucht in Nordrhein-Westfalen. Da haben ja vorher doch noch andere regiert. Konnte denn Frau Kraft überhaupt so viel schaffen, wie man ihr jetzt als Negativum anrechnet und sagt, die Bilanz stimmt nicht? Naja, die SPD regiert mit kurzen Unterbrechungen seit 50 Jahren. Da ist nur diese kurze Phase, der Herr Rüttgers von der CDU den Ministerpräsidenten stellte. Und insofern konnte man schon sagen, dass hier die SPD hauptverantwortlich für die als nicht besonders befriedigend empfundene Situation in Nordrhein-Westfalen die Verantwortung zu tragen hat. Also Sie sagen, das ist gerecht oder ungerecht, dieses Wahlergebnis? Ich denke, der Wähler hat entschieden, dass er mit dieser Landesregierung nicht zufrieden war. Und wenn der Wähler das so entscheidet, dann ist es in gewisser Hinsicht auch gerecht, weil er dann sagt, er möchte mit dieser Landesregierung nicht weiter zusammenarbeiten. Wenn Sie sagen Landesregierung, da gehören ja zwei Parteien zu. Nun hört man schon ab und zu auch so oder sieht man den Fingerzeig auf die Grünen. Da wird sehr viel Versagen festgemacht. Ist das jetzt so ein typisches Hickhack nach solchen Ergebnissen oder können Sie das untermauern? Ich denke, die Grünen wissen auch selbst, dass sie mitverantwortlich dafür sind. Ihre Bildungspolitik ist nicht gut angekommen in den letzten Jahren. Und da zeichnet nun mal die grüne Bildungsministerin hauptverantwortlich. Aber auch der Koalitionspartner hat beim Thema innere Sicherheit nicht unbedingt den Befindlichkeiten der Bürger entsprochen. Da musste dann der Innenminister gelegentlich Positionen nach außen vertreten, die die Grünen zwar mitvertreten haben, die aber nicht unbedingt eben beim Wähler gut ankamen. Insofern tragen die Grünen hier ein gehöriges Maß an Mitverantwortung. Also muss ich Frau Kraft herzlich bedanken bei den Grünen, oder? Die Grünen sind jedenfalls mitverantwortlich, aber sie sind nicht allein verantwortlich. Wie gesagt, Schwächen liegen auch auf der sozialdemokratischen Seite. Und daher haben beide Seiten am Ende auch ihr schlechtestes Ergebnis ja für Nordrhein-Westfalen, die SPD ihr schlechtestes und die Grünen ja ebenfalls. Ja, und die Mienen und die Gesichter, meine Damen und Herren, die waren natürlich auch dementsprechend nicht nur gestern Abend, sondern auch heute. Bei der traditionellen Blumenübergabe oder Blumenzeremonie im Willy-Brandt-Haus, wie es immer gerne genannt wird, gab es dann doch auch deutliche Worte, aber auch Eingeständnisse. Und da gibt es Blumen für eine gestandene Ministerpräsidentin, die jetzt aus dem Amt gehen muss. Und der Parteichef der Bundespartei packt jetzt das Drehbuch wieder auf den Tisch und hat das eben gerade aufgeschlagen. Herr Professor John, was kann in diesem Drehbuch denn jetzt drinstehen? Auf jeden Fall müsste drinstehen, dass er wieder mehr öffentliche Präsenz hat, denn die war in den letzten Wochen doch stark eingeschränkt. Man hat Martin Schulz kaum noch gesehen. Er war nicht massenmedial öffentlich präsent und das sollte er nun korrigieren und er sollte nun wieder verstärkt versuchen, ins öffentliche Bewusstsein zu geraten und eben Aufmerksamkeit zu erregen. Ich will nur gerade erinnern, letzte Woche hat er einen Vortrag gehalten, eine Rede gehalten zur wirtschaftspolitischen Vorstellung, wie er sich das denkt. Das hatte nicht so einen extremen Nachhall. Also da war er ja schon in den Medien.
Ja, das war aber die erste seit vielen Wochen. Da war er tatsächlich am letzten Montag nach der verlorenen Landtagswahl präsent. Aber da stand eben die für die SPD verlorene Landtagswahl im Vordergrund. Und deswegen stand dieses Ereignis, die Rede Schulz, also vor dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, eher im Hintergrund. Also Sie sagen, in diesem Drehbuch müssten ein paar mehr Handlungspunkte auftauchen. So, Handlungspunkte brauchen Stoff. Was ist der Stoff? Da hat ja gestern schon die Generalsekretärin erste Andeutung gemacht und dem würde ich mich anschließen. Man muss nun zeigen, wo die SPD in welchen Themenfeldern sie angreifen will und was sie anders machen will, wenn sie den Kanzler stellt, als die derzeitige Bundesregierung. Und das muss auch weit über das Thema soziale Gerechtigkeit hinausgehen. Da hat die SPD ohnehin schon relativ gute Kompetenzwerte, aber in allen anderen Bereichen hinkt sie doch deutlich hinter der Union, zum Teil deutlich hinter der Union hinterher. Und da wollen wir nun, oder da will der Wähler nun, von Herrn Schulz hören, wie er sich das vorstellt, also welche zentralen Inhalte in seiner Kanzlerschaft verfolgt werden sollten. Hat er ja gesagt schon. Soziale Gerechtigkeit und Respekt. Ja, das eine, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, das kennen wir. Das kennen wir. Respekt, schon bei der was heißt SPD. Eigentlich Respekt? Das ist so eine Frage in diesem Fall. Respekt. Wer gegen wen? Also in der Tat müsste er das jetzt politisch übersetzen, was er darunter versteht. Und das warten wir mal ab, was er genau darunter politisch versteht. Da wird sicherlich auch Respekt gegenüber den europäischen Nachbarn und Mitgliedstaaten der Europäischen Union darunter fallen. Da bin ich relativ sicher. Aber das wird natürlich nicht ausreichen, sondern da muss er noch viel mehr auch mit Blick auf die Innenpolitik liefern. Gut, jetzt schauen wir mal auf die Dramaturgie dieses Drehbuchs. Er ist gestartet mit guten Werten innerhalb seiner eigenen Partei. Dann gingen auch die Werte in den Befragungen bei den Wählern nach oben, deutlich nach oben. Das hat sich da oben nicht gehalten. Er hat angekündigt, ein 3:0 zu liefern. Dann gab es ein 0:1 bei der Wahl im Saarland. Dann gab es ein 0:2 bei der Wahl in Schleswig-Holstein. Und dann hat er gesagt, okay, und als nächste ist das 1:2 und das ist das Wichtigere, dieses Tor. So, wie geht dieses Drehbuch jetzt weiter? Ja, jetzt muss er versuchen, dieses Etikett, was Sie ja auch gerade schon angesprochen haben, der Verliererpartei wieder von der SPD wegzudrücken. Das ist keine einfache Aufgabe, denn tatsächlich nach diesen drei Niederlagen ist die Partei angeschlagen und sie hat nun noch nicht klar zu erkennen gegeben, welche Lehren sie aus diesen Niederlagen gezogen hat. Ich will mal noch einen Begriff oder zwei Begriffe reinbringen. Herzkammer der Sozialdemokratie, Nordrhein-Westfalen, wird von den Sozialdemokraten selber so gesagt. Und dann diese Zäsur, auf dieses schlechte Ergebnis herunterzufallen. Was heißt das denn? Wie will man denn da jetzt starten? Die Ausgangsbedingungen sind denkbar ungünstig, das sagten Sie ja auch, aber es sind immer noch 4,5 Monate Zeit. Und nun muss man halt versuchen, wie gesagt, öffentliche Aufmerksamkeit für zentrale Themen zu gewinnen und hier so eine Art Diskurshoheit zu erlangen. Das heißt also, zu dem Wähler zu verdeutlichen, das würde die SPD, wenn sie den Kanzler stellt, so und so machen. Und damit eben die Union versuchen, zu Reaktionen zu zwingen, sie also in die Defensive zu bringen. Dass die Union das ist Fehler natürlich. Macht. Das ist natürlich, das wollte ich gerade sagen, nicht ganz einfach mit einer Bundeskanzlerin, die erfahren ist, die erprobt ist und die auch in Wahlkämpfen sich relativ gut auskennt und von daher und eben relativ fehlerfrei bisher agiert hat, auch in Wahlkämpfen relativ fehlerfrei agiert hat. Und von daher steht die SPD tatsächlich vor einer großen Herausforderung, vor einer Aufgabe, die alles andere als leicht wird. Dessen ist man sich jetzt wohl erst recht im Willy-Brandt-Haus bewusst geworden. Ja, jetzt kommen dann die bundespolitischen Themen. Die wurden im NRW-Wahlkampf ausgespart. Meine Damen und Herren, auch ausgespart waren die bundespolitischen Themen an sich auf der anderen Seite, nämlich bei der CDU. Und dort ist Armin Laschet auch bekannt dafür, dass er vielleicht nicht der Revoluzer ist, dass er auch eher mit der ruhigen oder vielleicht sanfteren Hand unterwegs ist, derjenige, der dann doch tatsächlich ein paar mehr Stimmen eingefangen hat als die SPD.